Hello people, es geht weiter mit Super Siegwald 1. So, und jetzt ist dieses nette Höhlenlevel dran, wie man auf der Oberwelt schon so schön sehen kann. Und dieses nächste, da versteckt man ja eigentlich auch immer gerne Leben. Beziehungsweise vor allem Sieg versteckt da gerne Leben. Und hier haben wir wieder Slow Motion, juhu. Lalala. La, ra, ra, da. Also, Yoshi ist ein Sprite und das Knochengerippe ist ein Sprite. Also das bedeutet, wenn da noch zwei, noch mehr Sprites, zum Beispiel dieser Block, dazukommen, dann slowt der Emulator down. Das liegt einfach daran, dass ZSNES nicht der beste SNES-Emulator ist. Naja, zum Beispiel SNES 9X und BSNES emulieren von der Grundlage her besser und ich muss gleich niesen, glaube ich. Ich habe irgendwie so ein unangenehmes Gefühl, ne, dass ich gleich niesen muss. Ich weiß auch nicht wieso. Also seid nicht schockiert, wenn es gleich ein unangenehmes Geräusch ins Mikro gibt. Ich schneide da sowieso nicht raus. Ich bin zu faul dazu. Nee, obwohl jetzt ist es schon weg. Von daher keine Angst. Ihr werdet keine Nieser zu spüren kriegen. So. Wow. So, du gibst mir mal diese hübsche Yoshi-Münze. Geld, Resette, Geld, 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 Geld. So. Hier haben wir schon die zweite Yoshi-Coin. Und ich sag jetzt immer Yoshi-Coin, weil die Amerikaner Yoshi Yoshi nennen. So. Oder wie Nielsen LPM in seinem New Super Mario Bros. U Dingens gesagt hat, Yoshinsky. Naja, eigentlich gucke ich ja bekannte LPR nicht so gerne, aber bei ihm habe ich das Ding in Zeit geguckt. Nielsen war von den Großen eigentlich immer mein Favorit, aber ansonsten versuche ich von den großen LPR eigentlich Abstand zu halten, weil ich der Meinung bin, dass es kleine LPR gibt, die mich brauchen und die ich unterstützen muss, weil große LPR haben ja schon genug Zuschauer, kleine LPR haben die eben nicht. Deshalb denke ich, dass ich mich eher den wenden sollte. Und Nielsen LPM gucke ich jetzt eigentlich auch nicht. Naja, sagen wir es mal so. Ich habe seinen Real Life Channel und seinen Gamer Good Channel abonniert, aber seinen Hauptkanal nicht. Aber früher habe ich ihn ganz gerne geguckt. So. Oder nee. Wir gehen zuerst in das Level. Was einfach daran liegt, dass wir zwei Federn haben und so können wir jetzt schnell und bequem hier das Secret Exit holen. Hier gibt es ein Secret Exit. Kommt zu glauben, aber war in einem Geisterhaus. Obwohl, das gab es im Original auch. Das ist da ja nichts Außergewöhnliches. So, hier. Das führt, wie das Geisterhaus in der zweiten Welt führt, das Top Secret Area. Und ich muss mich am Ohr kratzen. Sorry, wenn der Sound doof war. So. Oh, jetzt machen wir dann nur einen Switch, weil wir es können. Wobei, das Bonusprinzip dieses Switch Palaces habe ich auch nie wirklich verstanden. Weil wirklich alle Münzen erreichen kann man ja nicht, weil die Zahl der P-Switches nicht ausreicht. Es sei denn, man würde die mit Yoshi duplizieren, aber ich glaube nicht, dass er sowas verlangt. Sieg verlangt ja an seinen Hex keine Glitches. So. Hm. Hoch, nochmal hoch. So, und dann drücken wir hier den P-Switch. Den Penisschwitzer, ups. Okay, scheiß auf Feder, nee. Ich bin tot, deshalb kann man nicht drauf scheißen, aber... Dieses Spiel ist so schlecht, scheiß drauf, Top-Secret-Area-Power-Ups holen. Eigentlich wollte ich das so spät wie möglich machen, weil das nicht nötig ist, wenn man sich gut anstellt. Aber ich stelle mich ja nicht gut an. Ich stelle mich auf gut Deutsch gesagt scheiße an. So, drücken wir mal das Teil. Ach, ich hasse diesen scheiß Geisterring, ohne Witz. Er hat mir so viele Albträume bereitet. Ah ja, und was ich euch noch zeigen wollte und was ich auch durch Sieg persönlich herausgefunden habe, ist... Hier oben ist ein Secret. And Dry Up Moon. Wobei man sich ja eigentlich hätte schon denken können, dass hier etwas Secret-artiges ist, nur halt nicht das Secret Exit.
Oh. Wobei, ich habe mich ja auch eigentlich wirklich blöd angestellt. Kann man nicht anders sagen, so. Und das Wasserlevel ist ein bisschen mies. Aber hier oben war was, ja genau. Einfach nur ein One-Up, aber trotzdem. Und dieses Zementlock-Spam, aber ist ja der erste Eck. So. Gib mir das Feather. So. So, hier haben wir Urgents. Also Urgents sind immer gut. So. Oh, du schwimmst jetzt mal da unten lang. Du frisst jetzt mal den Fisch und... Was war denn das gerade? Na, 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 das macht man noch nicht. So. So, schnell an dir vorbei und du, lahme Krücke, ich würde dir danken, wenn du mal ein bisschen schneller sein könntest. Das wäre sehr freundlich von Ihnen, wissen Sie? Be faster, lahme Krücke. Ah. Und wegen dieser Beleidigung habe ich jetzt meine Feder verloren. Yoshi! Geh nicht weg, Yoshi. Ich hab dich ganz, ganz toll lieb. Danke. Oh, und an dem blöden Scheißfisch verlieren wir unseren Yoshi schon wieder. Nein, Yoshi. Ah. Okay, Leute, ihr müsst euch damit abfinden, dass ich scheiße laber. Tut mir leid. Okay, dann grabben wir uns mal wieder diese Feder. Obwohl, fürs erste Wasserlevel ist das doch auch schon eine ganz schön reife Leistung. Meint er nicht? So. Jetzt schwimmen wir da nach oben. Da nach oben, du Sack. Und jetzt vorwärts schwulen, ich will die Yoshi-Coin haben. Schnell. Sodele. Hier durch diese grünen Löcke können uns diese Viecher nicht mehr erreichen. Ich bin sehr froh darüber. So, aber warte, warte, warte. Oh, jetzt schnappen wir uns mal einen netten blauen Block. Aber hier, hier. Nein, nein, nein. So, stirb, die, Viech, die. So, dieses Urgent-Viech sollte man mal killen. Ja, und da oben ist eh nichts, ihr habt es gesehen. So. Stirb, du bist ja eh minderwertig. Oder Viecher deinesgleichen sind minderwertig, ja. Das ist halt so. Du kannst besorgen, was du willst. Oh, wow. Kommt dir noch was, nö, da ist das Ziel. Gut so. Okay, das ist ein etwas gemeines Level, zumindest ohne Feder. Und Yoshi ist das ein bisschen gemein, aber trotzdem. Geht eigentlich. Jump. Nochmal Jump. Ja, das meine ich. Das meine ich, wird das Level ist ein bisschen gemeiner, aber es wird noch gemeiner. So. Und ich will die Soundqualität jetzt nicht nochmal verhunzen, deshalb werde ich jetzt nicht mich am Ohr kratzen. So. Oh. Nein, 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 nein. Du. Ich spiele so beschissen schlecht, weil ich die kleinsten Kleinigkeiten nicht beachte. Ja, so ist der Fakt. Ich spiele scheiße. Nee, Leute, im Ernst. Das, was ich hier mache, ist doch nicht mehr normal. Gibt's zu. Oh, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Scheißviech verreckt. Jetzt war ehrlich, das ist...
Mehr sage ich dazu jetzt auch nicht. Hi, Yoshi! Give me that second feather! So. Ja, und irgendwie war der Sound hier wieder destroyed, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier kleine Soundbugs gibt. Manchmal funktioniert der Sprung-Sound irgendwie nicht. Mein Forever Mystery auch schon so. Hui, so. Ah. So, bla bla bla. So, hier haben wir eine Yoshi-Coin. Okay. Dann kommt hier ein netter Fallabschnitt. Das meine ich mit etwas gemein. Hilfe. Also, Mario, kannst du dich mal ein bisschen intelligenter spielen? Das wäre freundlich. Nee, Leute, ich habe keinen Bock hier an diesem Scheiß den Rest des Parts zu hängen. Das könnt ihr mal glauben. Und ich konzentriere mich nicht, weil ich so viel Scheiße labern muss. Und dann passiert sowas. So. Ich glaube, das ist einfach nur die beste Strategie, das so zu machen. Und dann gibt es noch Yoshi-Coin nicht einsammeln, denn sonst kommt man da kaum noch oben hin. Und dann warten und dann sich runterfallen lassen und dann so. Das Level hat schon ein paar miese Stellen. Da bin ich beim ersten Mal durchspielen auch schon ein bisschen dran gehangen, aber geht. So, und jetzt machen wir das Schloss und dann ist die zweite Welt auch schon finito und das war's dann. Der Anfang ist ein bisschen mies, aber ich glaube, das ist das einzige Mal in Siegburg, dass es überhaupt sowas gibt. Und hier sollte man umlangen, da der untere Weg auch etwas unfair ist. Weil da gibt es nämlich zwei Wege und Scrolling, der eine Weg bringt dich um und das ist scheiße. Na gut, das sind auch solche typischen Anfänger-Unfairnisskeiten, aber abgesehen von sowas hat der schon eine durchaus professionelle Note und gefällt mir. Sagen wir es mal so. Und hier kann man hoch, das war ja auch irgendwie klar. Und hier kann man sich Zeugs holen, das war ja auch irgendwie klar. So, Fader, 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 Fader. Geld. Restete Geld. So, wow. Nein, 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 nein. Das macht man noch nicht. Das ist... Nein! Ba, ba, ba. Und so macht man den ganzen Quark na, von vorne, weil man blöd ist. La 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 la, so. Dazu sage ich mal lieber auch nichts mehr. Und dazu noch weniger. Und beinahe werde ich schon wieder in das Scheißviech reingerannt. Ihr seid einfach auf einen Scheiß zu labern und konzentrierter spielen. Ja, so lautet die Devise. Also, ja. Nein, so. So, dann drücken wir das komische Zeug. Ja. PLC. Fedi. So. Oh, jetzt werden wir diese Stelle etwas intelligenter finiton. Oh, Pilz. So. Oh, Boss-Tür, so. Und diesen Boss werden wir jetzt in Sekunden schnell killen und das war's. So. Eins, zwei, oh. Boss in Sekunden schnell gekillt und tschüssi. Und dieser Part scheint genauso die gleiche Länge haben wie beim letzten Mal. So, Tschüssikowski.